Hey, willkommen zu einer anderen Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute wird das Video für euch. Und zwar geht es mal heute um die 15.000 V-Bucks und den Galaxy-Skin, den ihr zum Beispiel bald haben könnt, Leute. Und ja, falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Pose-Bewertung und ein Abo. Und dann vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Hoffentlich. Und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und ja, let's go. Ja, Leute, wir reden auf jeden Fall, wie schon gesagt, heute um die 15.000 V-Bucks unter den Galaxy-Scan. Ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mit den 15.000 V-Bucks. Und ja, die meisten kennen die 15.000 V-Bucks nicht. Und zwar, falls ihr die haben wollt, die 15.000 V-Bucks, was ca. 150 Euro in der Fortnite-Währung entspricht, müsst ihr euch einfach das Samsung Note 9 vorbestellen, Leute. Also, falls ihr die 15.000 V-Bucks haben wollt, müsst ihr euch das Samsung Note 9 vorbestellen. Das ist auf jeden Fall mega krass. Das Handy kostet, glaube ich, rund 1000 Dollar, 900 Euro, 700 Euro, sowas um den Dreh, Leute. Ist auf jeden Fall mega krass. Ist auch krass, dass sie, dass Samsung und Epic Games hier eine so große Kooperation hat. Das ist wie schon gesagt mega krass, dass man 15.000 V-Bucks einfach nur bekommt, wenn man sich das Note 9 vorbestellt. Es wäre mega geil, wenn man das auch irgendwie bei iPhone hätte oder so. Aber ja, also wie schon gesagt, man bekommt die 15.000 V-Bucks nur, wenn man sich das Note 9 vorbestellt, Leute. Das ist zu diesem Thema. Also so bekommt ihr diese 15.000 V-Bucks gratis. Geschenkt von Epic Games, Leute. Und ich würde mal sagen, wir kommen gleich zum Galaxy Skin, was das Thema ist, wahrscheinlich eher die meisten interessiert, Leute. Und ja, wie bekommt ihr den Galaxy Skin gratis? Das ist natürlich die Frage, die sich die meisten stellen, Leute. Und ich habe hier ein paar Ideen, ein paar Vorschläge. Und zwar die erste Sache, wie ihr diesen Skin bekommt, ihr kauft euch ein S4 Samsung Galaxy Tab, glaube ich, das ist also ein Tablet. Oder ihr kauft euch auch das Note 9. Ob ihr es jetzt vorbestellt, das Note 9, oder ob ihr es danach kauft, also nach der Vorbestellzeit, ist egal. Diesen Galaxy Skin bekommt ihr immer. Also wenn ihr das Note 9 oder das Tablet bestellt. Die 15.000 V-Bucks gibt es aber nur, wenn ihr das Handy vorbestellt, Leute. Und ja, also wie bekommt ihr diesen Skin? Erstmal, ihr kauft euch das Note 9. Ihr bekommt diesen Skin gratis oder wie schon das Tablet. Und es gibt aber noch zwei andere Ideen. Und zwar gibt es einen User namens Fortnite Battle Royale Leaks von der USA, die so ein Beispiel vorgeschlagen haben. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, wie man den Galaxy Skin noch bekommt, Leute. Ihr müsst natürlich dafür ein Samsung-Handy haben, weil auf iPhone geht das ja nicht. Das ist ja nur so eine Samsung-Belohnung. Auf jeden Fall braucht man ja das Note 9 dafür, also das Galaxy Note 9. Und wie schon gibt es zwei Tricks, die ihr benutzen könnt, um diesen Galaxy Skin gratis zu bekommen. Auf jeden Fall blende ich hier euch mal den ersten Trick ein. Das hat dieser Fortnite Battle Royale Leaks Account auf Twitter geschrieben. So könnt ihr diesen Skin gratis bekommen, Leute. Auf jeden Fall schreibt ihr mir noch drunter, macht diese Sache nicht, also please don't do this. Wieso er diesen Satz schreibt, dazu kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall ist nicht nur diese Sache, wie ihr das machen könnt, sondern es gibt auch noch einen zweiten Trick, könnte man sagen. Auf jeden Fall hat noch ein User darunter geschrieben, das natürlich auch bestätigt wurde. Auf jeden Fall kann man noch mit einer anderen Sache diesen Skin gratis bekommen. Auf jeden Fall schreibt er, dass man BlueStack braucht. BlueStack kennen wahrscheinlich die meisten, die ein Samsung-Gerät benutzen. BlueStack ist ein Programm auf dem Computer, womit ihr auch Spiele auf dem Computer wie zum Beispiel Clash Royale und so spielen könnt, das mit dem Samsung-Handy verbunden ist und so, dass ihr auch eure ganzen Accounts so habt. Also man kann mit BlueStacks wirklich viel, viel machen, wenn ihr ein Samsung-Gerät habt, Leute. Und ja, was man auch mit diesem BlueStack-App machen kann, man kann einen Note 9 Emulator benutzen. Das heißt, ihr simuliert, als hättet ihr ein Note 9 Gerät, obwohl ihr nur ein Galaxy 7 oder 8 habt. Das ist wirklich eine Sache, die mega krass ist, Leute. Und somit könnt ihr Epic Games ja austricksen und könnt sagen, ja, ich habe Note 9, obwohl ich nur Note 8 habe, weil ich eben diesen Emulator benutze, was eben, wie ich schon gesagt, mega krass ist. Es funktioniert auch, es gibt natürlich, die zwei Sachen funktionieren. Natürlich gibt es ein paar Bugs, die derzeit noch vorhanden sind, und natürlich ist es die Android Beta noch im Gange. Das ist noch eine Beta und manchmal funktioniert es bei manchen Leuten nicht, aber im Ganzen sollte es funktionieren, Leute.
Was ihr aber noch wissen solltet, Leute, dass ihr, wenn ihr diesen BlueStacks Emulator benutzt, dass ihr damit nicht in ein Game gehen dürft. Falls ihr in ein Game geht, wird Epic Games oder erkennt Epic Games, dass ihr gar keinen Note 9 habt und ihr könntet detected werden und dann kriegt ihr diesen Skin nicht. Und dann komme ich schon zu diesem Satz, das, was der Twitter-Account hier geschrieben hat. Und zwar hat er, wie schon gesagt, hier geschrieben, macht das nicht. Und zwar, wieso hat er das geschrieben? Und zwar hat er das geschrieben, weil man gebannt werden kann, Leute. Man kann eben durch dieses Tricksen gebannt werden, Leute. Es ist ja eigentlich ein Betrug. Ihr betrügt Fortnite und sagt, ja, ihr habt einen Galaxy Note 9, obwohl ihr ein Galaxy 8 habt, obwohl ihr das Handy gar nicht habt. Das ist ein Betrug, Leute. Und dafür kann man gebannt werden. Also, wenn ihr gefühlt 20.000 Skins habt und 300 Milliarden Euro in diesem Game ausgegeben habt, macht das auf jeden Fall nicht. Ihr könnt dafür gebannt werden. Aber falls ihr wirklich keinen Skin habt, noch wirklich nichts in das Game reingepayt habt, könnt ihr es gerne versuchen. Wie gesagt, es funktioniert relativ leicht, also ihr könnt euch so den Skin wirklich leicht holen, Leute. Ich kann es jetzt nicht euch zeigen, weil ich kein Samsung-Gerät habe, Leute. Aber es funktioniert auf jeden Fall, es wurde auch schon bestätigt. Und ja, wie gesagt, das sind zwei Ideen. Ich kann hier nochmal euch die zwei Ideen, zwei Tricks einblenden, die ihr versuchen könnt. Und ja, aber wie schon gesagt, spielt nicht mit diesem Emulator herum, sonst könnt ihr gebannt werden auf jeden Fall, Leute. Seid auf jeden Fall da sehr, sehr vorsichtig und ich warne euch nur davor. Und ja, das waren auf jeden Fall die zwei Ideen oder die zwei Tricks, mit denen ihr euren Galaxy Skin erhalten könnt. Ganz kostenlos, ganz free. Ihr müsst nichts dafür machen, einfach nur BlueStacks downloaden und diesen Emulator benutzen oder halt durch die App Best Buy. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video euch hat gefallen und vielleicht habt ihr dann bald den Galaxy Skin gratis bekommen, Leute, falls ihr es ausprobiert. Und ja, sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, cheerio, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the